Einen wunderschönen guten Morgen. Wir schauen uns heute ein Werk an, das ist auch schon etwas älter, aber es ist es wert, gezeigt zu werden. Wir schwanken ja hier immer so ein bisschen zwischen neuen Werken, alten Werken, Studienbibeln, Kommentare und heute ist mal wieder ein altes Kommentar dran. Nein, kein altes Kommentar, das ist Unfug. Eine alte Bibel. Ich muss manchmal schon ganz schön gründlich suchen, ob ich nicht doch dieses Werk vielleicht schon hatte im letzten Jahr. Denn zwischen meinen Regalen verstecken sich Werke, die ich noch gar nicht gezeigt habe, aber die immer mal wieder vorkommen. Wie zum Beispiel, ich zeige mal eben drauf, das hier ist ein Werk, das habe ich auch von euch geschenkt bekommen. Das ist eine alte Zürcher Ausgabe mit der Revision von 31. Oder auch dieses Werk, das ist eine alte Menge von 1931. Ich habe die zwar schon mal so als Beispiel mal mit reingenommen, aber noch nie komplett gezeigt und manchmal vergesse ich das sogar. Heute geht es um die hier. Wenn euch vielleicht auffällt, dass ich irgendeine vielleicht noch nicht gezeigt habe, obwohl die vielleicht im Video immer mal wieder vorkommt. Ich weiß zum Beispiel meine oft benutzte, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Direkt vor der Nase. Die Schreibrandschlachter habe ich oft mal als Beispiel genommen mit den anderen Schreibrandbibeln, aber noch nie ein Video drüber gemacht. Sowas meine ich zum Beispiel, ne? Hiervon hatten wir alles schon. Hiervon hatten wir auch schon alles. Wir hatten diese Reihe schon komplett. Wir hatten diese Reihe schon komplett. Wir hatten die untere Reihe schon komplett. Wir haben auch diese Reihe. Ja, die haben wir auch komplett. Und wir haben auch diese Reihe schon komplett. Ein Großteil von dem Stapel, der kommt noch. Aber dann schauen wir heute mal hier rein. Diese Bibelausgabe. Die Bibel Martin Luther mit dem Inhalt von 1545. Und da haben wir es. Die Ausgabe ist eine sehr, sehr schöne Ausgabe. Es ist Kunstleder. Mein Großtest sagt, es ist definitiv auch Kunstleder. Ich habe mich im letzten Jahr, ist aber jetzt schon ein ganzes Jahr her, ja? Einmal vertan mit dem Geruch. Aber es ist wirklich Kunstleder. Es ist sehr schön eingestanzt, die Bibel. Darunter dann auch das Kreuz. Auf dem Buchrücken ebenfalls die gleichen Zeichen. Es ist ein sehr, sehr schöner Goldschnitt. Oben an den Seiten wie auch unten. Ja. Immer der Schutzrand an der Seite gegen Fettfinger. Von oben der Schutz von Staub und von unten gegen Dreck. Es ist ein untypisches Format. Das ist fast quadratisch, aber auch nur fast. Dafür ist es sehr, sehr dick. Nehmen wir gleich mal mein neues Lineal von euch. 19,5 und 14,5. Fast, ja, also fast quadratisch. Es ist ungewöhnlich, insofern. Wenn wir uns jetzt mal eine Standardbibel greifen, ihr seht schon die Abmaße, also die sind natürlich deutlich länger und schlanker vor allem. Wir kommen gleich dazu, innen drinnen, ohne Apokryphen, aber ihr werdet dann schon sehen, an der Art und Weise, wie der Text gesetzt ist, warum das Werk dann so dick ist, wie es ist. Der Textinhalt ist von 1545. Das Buch ist natürlich nicht so alt, das ist moderner. Familienchronik könntet ihr reinbringen, Eltern, goldene Hochzeit, Diamantenhochzeit, Enkelkinder. Wir hatten ja schon einige Ausgaben, wo da sogar was drin stand von den Vorbesitzern. Die Bibel wurde, jetzt können wir ein bisschen ranzoomen. Die Bibel wurde neu gesetzt nach der Lutherbibel von 1545, der letzten von Luther selbst bearbeiteten Ausgabe, gedruckt zu Wittenberg durch Hans Luft. Sonderausgabe von 1986 des Ling Verlags in Köln. Ich mache das mal hier so ein bisschen zur Seite. Mein Getränk wirft da so einen Schatten. Die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments in der deutschen Übersetzung von Dr. Martin Luther mit Kupferstichen, das macht das hier so besonders gleich, von Matthäus
Merian. Die Kupferstiche von ihm, ich weiß nicht, ob die euch was sagen, der hat schon ganz, ganz früh Kupferstiche gemacht für die Bibel. Um 1625 bis 1628 mehr als 200 biblische Kupferstiche, die sich nicht nur durch besondere Feinheit in der Fertigung auszeichnen, sondern auch den genialen Blick und den schöpferischen Geist des Künstlers verraten. Diese Arbeiten wurden in die 1630 in Straßburg erschienene Lutherbibel übernommen. 1704 erschien nach dem Original-Kupferplatten in Frankfurt eine Foliobibel. Wir haben diese jetzt ja auch in der Ausgabe von 1986 und das ist wirklich ein schönes Stück, um da drin zu blättern. Das ist der erste mit dem Opferlamm. Und dann schauen wir uns mal die ersten Seiten an. Und dann sehen wir es schon, das geübte Auge, wir gehen noch ein Stück dichter. Am Anfang schuf Gott Himmel und, ihr seht schon das V, Erden. Es ist wirklich auch der Originaldruck von 45. Wir hatten hier ja auch schon im letzten Jahr Ausgaben von 1545, aber in unserem heutigen Druckbild, wo das und wirklich ein U ist, wo Anfang dann auch groß geschrieben wird, wo es wirklich die Grammatik von heute ist. Aber das ist jetzt wirklich auch der Druck, wie es 45, wie die Grammatik dort war. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebet auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Das ist für den geübten Leser von uns ist das jetzt nicht so schwer, weil wir ja meistens beim Lesen nur die ersten und die letzten Buchstaben lesen. Wenn man überfliegt, ist das kein Problem. Aber gib das mal einem Kind, was gerade anfängt zu lesen im Grundschulalter. Wenn ich das jetzt meinem Jüngsten geben würde, der ist jetzt in der 6. Klasse, der würde bei jedem Wort ins Stottern kommen. Da schneidet Gott das Licht vom Finsternis. Da scheidet Gott das Licht vom Finsternis. Und nennet das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Mir gefällt's. Mir gefällt's. Es ist zweispaltig, aber es ist so breit, so der Blocksatz so breit, als ob wir hier eigentlich zweimal einen schönen großen breiten Blocksatz haben. Es passt hier sehr viel rein, aber auf das Lesen. Das muss hier bei diesem Text geübt sein. Und das ist schon was Feines, wenn man die Bibel weiß, was man liest, und dann diesen alten Luthertext, ist das ein Genuss, das zu lesen. Ihr habt keine Teilüberschriften, das seht ihr hier schon. Wir blättern mal einfach mal so wahllos rüber. Ihr habt keine Zwischenüberschriften, das gab es damals nicht. Das ist jetzt hier ein Kupferstich, wir zoomen mal ran. Ein Kupferstich. Die Vertreibung aus dem Paradies. Adam und Eva werden hier vertrieben. Bei diesem Bild ist natürlich ein bisschen künstlerische Freiheit, aber der geübte Blick sieht hier etwas, was vielleicht nicht ganz sein kann bei Mose 1,3, 22, 24. Also das ist jetzt hier genau die Stelle, wo dann geschrieben ist, dann sagt er, nun ist der Mensch geworden wie wir, weil er gut und böse erkennen kann. Auf keinen Fall darf er noch einmal zugreifen und auch noch von dem Baum essen, dessen Frucht Leben schenkt. Darum schickte er ihn aus dem Garten Eden fort und gab ihm den Auftrag, den Ackerboden zu behauen. Und es ist so geschehen. So, aber ein Vers vorher machte Gott diesen beiden Kleider aus Fell und legte sie ihnen an. Und dann sagte er, raus mit euch. Die müssten hier theoretisch eigentlich Kleidung tragen. Bin ich der Meinung. Aber ich bin ja nicht der Kupferstecher. Okay, aber es ist ein schöner Kupferstich. Es gefällt mir und das ist, die ganze Bibel ist durchzogen mit diesen Kupferstichen. Der Brudermord. Man kann allein schon dieses Werk nehmen, um sich diese schönen Kupferstiche anzugucken. Weil wirklich zu zentralen Stellen, Regenbogen, hat er hier echt schöne Bilder gemacht. Ich blätter jetzt gerade ein bisschen großzügiger rüber.
von der Himmelsleiter. Das hatte mein Sohn neulich bei der Christenlehre, die Himmelsleiter. Blätter jetzt einfach nochmal ein bisschen großzügiger, weil es sind wirklich sehr, sehr viele Kupferstiche und das ist wirklich ein Genuss, dieses Werk. Das ist jetzt hier die. Ich gehe mal ein bisschen rein. Auch eine sehr schöne Szene, die hier drin vorkommt. Und das ist Jesaja, wo der Engel da auf ihn zukommt. Da flog einer der Seraphen zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte: Schau, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Das ist eine sehr, sehr schön gemachte Szene. So kann man sich das richtig schön vorstellen. Und ja, das ist eigentlich das sind eigentlich der Grund, warum ich euch gerne dieses Werk vorstellen wollte, weil es wirklich sehr viel Liebe gemacht ist. Dann haben wir hier noch aus Matthäus, ich nochmal die Schrift. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Bin ich kurz verrutscht? Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stund oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Myrrhen steht da eigentlich, aber das ist so im Standard, ich kenne es mit Myrrhe. Man muss sich schon konzentrieren, aber es ist schon ein Stück Geschichte, ne? Ich finde das auch so besser, als wenn wir es in unserem heutigen Deutsch mit unserer heutigen Grammatik schreiben, mit Luther 1545. Für die einen oder anderen ist es vielleicht interessant, ist das Johannes Kommaneum enthalten. Gehen wir, am besten zeige ich es euch, dann wisst ihr es gleich, bevor nachher wieder die Frage kommt in den Kommentaren. Ihr kennt ja sicherlich das Johannes Kommaneum, was ich meine, ne? Da geht es ja um den ersten Johannesbrief, das Kapitel 5 und dann die Verse 7 und 8. Und in den früheren Bibelausgaben, Verse 7 und 8, stehen dann immer die weiteren Worte: Drei sind die da Zeugen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese sind drei, sind eins. Und wenn wir hier denn jetzt gucken, bei den Versen 7 und 8, dann steht dort: Denn drei sind die da Zeugen auf Erden, der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei sind beisammen. Also es ist hier auch nicht enthalten, denn ursprünglich in der Luther-Übersetzung war es nicht enthalten und in den Originalmanuskripten eben halt auch nicht. Aber es ist bei vielen Luther-Bibeln unten mit dem Sternchen versehen, das ist mal enthalten war. Hier nicht. Im Anhang. Der kommt ganz spartanisch daher. Ist dann das Inhaltsverzeichnis. Altes Testament, Neues Testament. Dann Verzeichnis der ganzen Kupferstichabbildung, die jeweiligen Seiten. Wenn ihr also zum Beispiel Elias und die Knaben von Bethel, Elias Himmelfahrt, Elia und dem Wacholder. Das finde ich immer ganz schau. Der Prophet Elia wird vom Raben gespeist. Seite 491, die schauen wir uns einmal nochmal an. Die Eingeweihten wissen warum. Die Nicht-Eingeweihten, den sage ich, das ist nämlich eines der Stelle, wenn die Raben kommen und Elia sitzt da, ist eines der Tätowierungen, die ich mir mal gemacht habe lassen. Okay. Es ist ein wunderschönes Werk und ich bin froh, dass ich das habe, weil es ist mit sehr, sehr viel Liebe gemacht und sehr viel Herzblut. Von daher finde ich es toll und vielleicht bei dem einen oder anderen das Interesse geweckt.